Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch 5 Bücher vorstellen, 5 inspirierende Bücher, die ich euch sehr ans Herz legen möchte, vielleicht im nächsten Jahr zu lesen. Ihr wisst, ich habe mich im vergangenen Jahr viel mit Persönlichkeitsentwicklung, mit anderen Lebensweisen beschäftigt und das sind so die 5 Bücher, die wirklich so für den Anfang extrem gut geeignet sind, wo kein Hokuspokus, nichts großartig Spirituelles oder gar Esoterisches dabei ist. Und wir starten eigentlich mit meinem Nummer 1 Tipp, der auch schon unglaublich zerlesen ist, weil ich dieses Buch schon sehr, sehr oft und mit großer Liebe gelesen habe. Und zwar von Bronnie Ware. Die kennt ihr vielleicht von einem ganz anderen Buch. Wie hieß denn das? 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das hat sie nämlich auch geschrieben, das ist noch viel, viel bekannter. Das habe ich übrigens noch nicht gelesen. Und das aber jetzt ist Leben ohne Reue, 52 Impulse, die uns daran erinnern, was wirklich wichtig ist. Und das Jahr hat ja 52 Wochen und ich habe mir das so angewöhnt, so einen Tag in der Woche, bei mir war das immer Montagabends, eine Geschichte oder ein Kapitel hier raus zu lesen. Und dann diese Geschichte für die restliche Woche so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten und darüber nachzudenken. Und sie hat hier super geniale Impulse. So zum Beispiel, was ich absolut daraus mitgenommen habe, ist der Perspektivwechsel. Also eine Situation mal aus einer komplett anderen Perspektive zum Beispiel zu betrachten. Oder aber auch, was so Themen sind zum Beispiel, was Worte anrichten können. Also dass man auf solche Worte achten sollte, was man sagt, wie man es sagt. Ja, einfach auch mal darüber nachzudenken, was kann man mit seinen Worten vielleicht bei anderen anrichten. Und das ist so, 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 so schön. Das möchte ich jedem von euch ans Herz legen. Das ist so mein, ja, das ist so mein goldenes Buch, könnte man so sagen. Also da ist so, so, so viel Wert da drin. Und das sind so kurze Geschichten. Dafür hat man auch wirklich immer Zeit. Und das ist so der Einstieg. Und daraus kann so viel mehr einfach auch entstehen aus diesem Buch. Ich kann euch leider nicht alle Bücher zeigen, weil ich viele dann auch natürlich verliehen habe, weil ich das sehr gerne mache, wenn ich Bücher aus tiefstem Herzen einfach auch empfehlen kann. Das nächste Buch, was ich euch empfehlen möchte, ist Am Arsch vorbei geht auch ein Weg von Alexandra Reinwart. Und da geht es halt so ein bisschen darum, ja, dass man so ein bisschen drauf scheißen soll, was andere Leute über einen denken, was die Meinung von außen ist über einen selbst. Und sie hat das so in verschiedene Rubriken eingeteilt. Da geht es zum ersten so um die eigene Person, zum Beispiel so um die Bikini-Figur oder um das Make-up tragen. Ne? Weil da fängt es ja auch, und das hat natürlich auch was mit Selbstliebe zu tun, weil da fängt es ja an. Ne? Also man muss so einem gewissen Idealbild an Figur zum Beispiel hinterherjagen oder ja nicht zum Bäcker ohne Make-up oder solche Geschichten. Super interessant. Dann geht es natürlich so um Freunde, Bekannte, Unbekannte, wo so, ich sag mal, Unbekannte und Bekannte, die können dir eigentlich, das kann dir echt egal sein, was die denken, aber ich weiß, vielen fällt es nicht einfach und auch bei Freunden ist es manchmal schwierig. Man muss da manchmal schauen, sind das Freunde oder schon nicht mehr, sollte ich mich vielleicht doch von diesen Leuten langsam mal trennen, weil sie mich eigentlich nur zum Beispiel herunterziehen. Dann gibt es auch noch Familie, was ja manchmal nicht so einfach ist. Aber es gibt einfach auch so Sachen, wenn es gewisse Familientraditionen einfach gibt, auf die ich keinen Bock habe, dann muss ich die auch nicht mitmachen. Also da sage ich ja immer wieder, Kommunikation ist alles, das einfach zu kommunizieren, warum ich das nicht möchte zum Beispiel. Dann gibt es auch noch die Rubrik im Beruf, was auch mega interessant ist. Dann auch noch Eltern und Kinder, was auch nochmal interessant ist. Ich bin ja so, ich gucke da nicht rechts und links. Was irgendwelche anderen Eltern mit ihren Kindern machen, interessiert mich relativ wenig. Ich habe so meinen Stil, das möchte ich machen. Wenn ich mal irgendwie eine Meinung gerne haben möchte, frage ich meine Freundin natürlich gerne. Aber ich gebe da nichts drauf, wenn mir irgendjemand sowas überstülpen möchte zum Beispiel. Und so dieser Konkurrenzkampf von Müttern oder so, das kommt, ist bei mir zum Glück jetzt auch nicht irgendwie so stark ausgeprägt. Und dann noch, und das fand ich, das war für mich der offenbarendste Teil dieses ganzen Buches, das Kapitel Die Liebe. Und als ich das gelesen habe, habe ich für mich erkannt, du kannst eine andere Person nur bis zu einem gewissen Grad ändern. Und beim Lesen dieses Kapitels ist mir bewusst geworden, diesen Grad habe ich bei meinem Mann erreicht. Und irgendwann kommst du einfach nicht weiter. Das, ne, das ist halt auch schon ein erwachsener Mann und du kannst ihn nur in gewissen Dingen ändern, aber halt nicht grundlegend. Und das muss man dann einfach annehmen. Das ist der Mensch, den du liebst und der hat halt diese Eigenarten, die sind halt vielleicht nicht so, wie du sie gerne hättest.
Aber es ist halt so. So wie man seine eigenen Schwächen und Fehler halt annehmen muss, muss man das dann halt auch bei dem Partner tun, den man liebt. Und das war so für mich nochmal so ein krasser Augenöffner, warum ich das Buch auch unbedingt an euch empfehlen möchte. Auch ein sehr, sehr gutes Buch ist von Paula Lambert. Finde dich gut, sonst findet dich keiner. Da geht es halt ganz krass um die Themen Selbstliebe, Selbstannahme, sich selbst was Gutes tun. Und als ich das gelesen habe, also wie krass der Kopf manchmal ist, wenn man sich halt selbst nicht liebt, was der dann so fabriziert, wo man gar nicht so denkt. Also wenn man zum Beispiel nicht in Ruhe kocht, sich nicht was Gutes kocht, ist das ein Zeichen von schwacher Selbstliebe. Weil man es sich selbst nicht wert ist, sich selbst gutes Essen zu bereiten. Die Zeit zu investieren, das Geld zu investieren, gutes Essen für sich zu kochen. Super krass, also wie tief das dann manchmal gehen kann, unsere komischen Denkstrukturen. Und nach dem Buch habe ich auch wirklich angefangen, mich dann ganz stark mit dem Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz zu beschäftigen. Und das war für mich so dieser Startpunkt in dieses Thema. Und genau aus diesem Grund habe ich es auch für euch ausgewählt, weil das dann für mich so diesen weiteren Weg einfach bereitet hat im Thema Selbstliebe. Dann ein Buch, was ich erst vor wenigen Wochen gelesen habe, war Miracle Morning. Da geht es es geht um eine Morgenroutine, die du entwickeln sollst, auf Empfehlung des Autors, die krass dein Leben verändert. Diese Morgenroutine besteht aus Meditation bzw. Stille, aus Visualisierung, also deine Ziele visualisieren, um Affirmationen, um Tagebuchschreiben, um Bewegung, in meinem Fall ist das zum Beispiel Yoga. Genau, diese fünf Dinge. Habe ich jetzt was vergessen? Nee, ich glaube, diese fünf Dinge. Genau, und er empfiehlt es halt wirklich am Morgen zu machen, weil du damit, und das kann ich absolut verstehen, so einen Grundstein legst. Du startest einfach positiv in deinen Tag und steh dafür gerne eine Stunde eher auf. Ich als Mama finde das unglaublich schwierig umzusetzen und habe das für mich einfach umgemodelt und mache all diese Dinge, die er da empfiehlt, in meiner Mittagspause. Da habe ich natürlich nicht diesen grandios krassen Effekt am Morgen, aber am Mittag ist das natürlich genauso super. Und in dem Buch hat man ganz viele Aha-Effekte. Warum ist manches so? Warum tun gewisse Dinge gut? Und ich mache das jetzt schon seit ein paar Wochen und ich kann das sehr empfehlen, diese Dinge, die er da empfiehlt, im Alltag umzusetzen. Je nachdem, wie es halt in deinen Alltag zum Beispiel passt. Aber deswegen für den Einstieg auch ein super Buch. Und als letztes, das fünfte Buch, was ich euch empfehlen möchte, habe ich auch erst vor kurzem gelesen, ist ein Roman. Beschäftigt sich aber auch mit, ich sag mal, einem spirituellen Lebensweg. Und zwar ist es Sehnsuchtswege. Ein Leben und sieben Wünsche von Martin Matteo, ein Roman mit Tiefgang. Wenn das gerade etwas lauter sein sollte, das sind die Kinder, die draußen spielen. Ein wunderschönes Buch. Es geht halt um so einen Lebemann, der hat viel Geld, der hat, was fährt er, einen Porsche, glaube ich, und eine Frau und Haus, ne, und Kinder. Und alles ist super und dann hat er halt einen Autounfall. Und dann merkt er, okay, eigentlich ist nichts super. Die Frau, die ist viel alleine, die ist eigentlich unglücklich in der Ehe. Die Kinder, die sieht er eigentlich kaum. Das Haus, das ist eigentlich nur auf Pump und glücklich ist er in seinem Job eigentlich gar nicht. Ist nämlich eher unglücklich, weil er wenig Zeit für sich selbst hat. Er ist sich seiner Wünsche, seiner Träume, seiner Lebensziele überhaupt nicht bewusst und schlägt halt jetzt so einen anderen Lebensweg ein, verändert sein Leben ganz, ganz krass. Und diese sieben Wünsche werden da halt in sieben Kapiteln quasi aufgeblättert. Da geht es zum Beispiel um Selbstliebe halt auch zum Beispiel oder um deine persönliche Berufung oder was bedeutet eigentlich Reichtum oder definier mal dein Reichtum. Und es regt beim Lesen, ich habe das auch über einen sehr langen Zeitraum für meine Verhältnisse jetzt gelesen, weil du hast so Punkte, wo du immer mal wieder dein eigenes Leben reflektierst und drüber nachdenkst, wie ist das bei dir, wie definierst du das, kannst du das so annehmen, wie es hier in dem Buch geschrieben wird. Aber ich habe es wirklich genossen zu lesen, es war wunderschön, ich habe sowas Vergleichbares noch nie gelesen, ich habe noch nie so einen wirklich Roman mit Tiefgang, wie es hier so schön steht, gelesen, also es hat mich wirklich sehr inspiriert, es hat mir sehr gefallen zu lesen und ich habe es auch jetzt gerade nur noch da, weil ich es heute Nachmittag schon wieder verleihe, deswegen musste ich unbedingt das Video jetzt schnell drehen, weil ich das Buch heute Nachmittag verleihe, das ist sowas, wo ich will, dass das unglaublich viele Menschen lesen, weil ich es so toll finde. Und das waren so meine Top 5 Bücher, wo ich mich freuen würde, wenn ihr die vielleicht im nächsten Jahr lesen würdet, weil das bei mir halt den Grundstein für ganz, ganz viele Sachen einfach gelegt hat. Und ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren von euren Top-Büchern
schreibt, die ihr uns zum Lesen empfehlen würdet. Da ist bestimmt auch für mich sehr viel Neues dabei. Das ist immer wieder gut, neuen Input zu bekommen. Und wir sehen uns dann morgen wieder beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!